Immunstärkung, aber natürlich. Die Grippe greift jedes Jahr an. Die Influenza ist eine sich schnell ausbreitende, virale Atemwegserkrankung, die viele Menschen betrifft und manchmal tödlich verläuft. Die Grippewelle dauert vom Spätherbst bis zum Frühjahrsbeginn, also ein guter Zeitpunkt, um besser auf unsere Gesundheit zu achten. Es gibt drei Arten von Grippe: Typ A, B und C. C ist für kleinere Epidemien mit weniger schweren Symptomen verantwortlich, so dass es den meisten Patienten innerhalb weniger Tage besser geht. Das Virus vom Typ A kann jedoch schwerwiegendere Probleme verursachen und ist für die größeren Ausbrüche verantwortlich. Da sich A- und B-Viren ständig verändern, können sie uns immer wieder krank machen. Da es sich nicht um eine bakterielle, sondern um eine virale Erkrankung handelt, ist die Einnahme von Antibiotika völlig unnötig. Nur das Immunsystem kann gegen Viren wirksam sein. Und das gilt für alle Arten von Viruserkrankungen. Auf Internetseiten wird die Einnahme von Vitaminen und verschiedenen Paracetamolpräparaten empfohlen, um die Symptome erträglicher zu machen. Dieses Video ist jedoch für diejenigen gedacht, die natürliche Methoden bevorzugen. Diejenigen, die keine chemischen Mittel einnehmen wollen, sondern ihr Immunsystem in Topform bringen wollen, damit es seine Aufgabe erfüllen kann. Aber das Internet ist voll von Webseiten, die das Gelbe von Ei versprechen. Es ist sicherlich nicht das erste, das Ihnen eine immunstärkende Lösung anbietet. Vielleicht denken Sie, dass ich Sie mit irgendeinem Mist hereinlegen will. Ich versuche, Ihnen ein schickes Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, nur um Geld zu verdienen. Was geht mich Ihre Gesundheit an, oder? Ich kenne Sie gar nicht einmal. Sie verstehen nicht, warum Sie nicht lieber etwas aus der Drogerie oder dem Bioladen kaufen sollten. Wenn das der Fall ist, dann scheinen Sie sehr verantwortungsbewusst zu sein. Sie fallen nicht auf vollmundige Versprechungen herein und verlassen nur ungern die ausgetretenen Pfade, um neue Wege zu beschreiten. Gesunder Menschenverstand und logisches Denken sind wichtiger denn je. Genau diese Logik ist jetzt notwendig. Ich habe den Eindruck, dass die Massenmedien uns glauben machen wollen, dass wir kein Immunsystem haben. Dass die einzige Möglichkeit, sich gegen eine Viruserkrankung zu schützen, eine Reihe von Impfungen ist. Sie wollen, dass wir der Fähigkeit unseres Körpers, sich selbst zu heilen, misstrauen. Für jedes Symptom wird irgendein synthetisches Medikament empfohlen. In einem Werbeblock sind 7 von 20 Anzeigen für Medikamente. Wenn für die Stärkung des Immunsystems geworben wird, wird ein synthetisches Produkt eines Pharmaunternehmens empfohlen. Wie logisch ist es also, dass dieses Produkt tatsächlich wirksam ist? Schließlich scheint es so, dass ihr Ziel ist, alles andere als unser Immunsystem zu stärken. Es ist nicht logisch, dass die in Apotheken und Reformhäusern erhältlichen Produkte den großen Plan der Impfung gefährden. Wir alle kennen alte, bewährte pflanzliche Heilmittel und Volksheilmittel mit immunstärkender Wirkung. Leider ist das, was ich Ihnen jetzt empfehle, der breiten Öffentlichkeit in Europa nicht mehr bekannt. Anders in Asien, wo die Inquisition die Kräuterfrauen nicht als Hexen ausrottete, so dass ihr Wissen nicht in Vergessenheit geriet. In Asien haben Ganoderma und andere Heilpilze eine jahrtausendealte Tradition. Dort vertraut man der Ganotherapie 100-mal mehr als irgendeinem synthetischen Präparat. Und sie wissen, dass nicht alle Ganoderma-Präparate von gleicher Qualität sind. Der Begriff Ganoderma-Pilz ist ein Oberbegriff, der fast 200 Unterarten mit unterschiedlichen Wirkstoffgehalten umfasst. Und es hängt viel von der Verarbeitungstechnologie ab, wie viel des Wirkstoffs erfolgreich in das Präparat selbst eingearbeitet wird. Ich versuche nicht, Ihnen ein immunstärkendes Produkt zu verkaufen. Ich biete Ihnen eine Partnerschaft an. Ich verspreche, mein Bestes zu tun, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen für Ihre eigene Gesundheit zu treffen. Sie werden nicht allein sein. Ich empfehle Ihnen nur so viel, wie Sie brauchen, und keine höhere Dosis, als Sie brauchen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Es gibt keine Zufälle. Ich praktiziere die Ganotherapie seit einem Jahrzehnt, und es hat sich immer wieder gezeigt, dass niemand zufällig auf sie stößt. Jeder kann das ablehnen, und viele haben das auch getan. Dann, nach ein paar Jahren, wurde ich erneut angesprochen, jetzt mit einem ernsten Gesundheitsproblem. Das ist schon so oft passiert, dass es kein Zufall sein kann. Sie könnten mir sagen, dass dies ein widerlicher Werbegag meinerseits ist und dass ich nur versuche, Sie in eine Ecke zu drängen. Dann können Sie ruhig Nein sagen. Sagen Sie Nein und gehen Sie weiter. Aber ich wünschte, Sie wüssten von den unzähligen Fällen, in denen wir helfen konnten, und ich wünschte, Sie würden glauben, dass diese Fälle niemals im Fernsehen oder im Radio gesendet werden.
Sie können auch unseren Newsletter abonnieren, sich auf Facebook mit mir anfreunden oder mir eine Nachricht hinterlassen. Sie können so viele Informationen einholen, wie Sie benötigen, um eine Entscheidung zu treffen, ohne ein Risiko einzugehen. Das ist weniger riskant als ein Nein zu sagen.